Grace, Rocky. In Kollaboration. Nein, Alter. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Erstmal wie immer, ich bedanke mich bei euch, denn ich habe in meinem letzten Video so viele Views wie mit noch keinem Video zuvor, auch wenn ich noch nicht so viele Videos habe. Aber ich habe mit dem Video über 400 Views. Letzte Woche hatte ich auch schon erzählt, dass ich eigentlich vorhatte, ein Video vielleicht zu meinen Essigs zu machen oder vielleicht ein Video zu meinen Schuhen, wie ich diese lager. Jetzt kommt das Video zu Essigs, denn der Gel Light 3 feiert nächstes Jahr den 30. Geburtstag und diese Woche kommt der OG Colorway, der Citrus, wieder zurück. Heute geht es auf jeden Fall um meine Top whatever. Eine Menge. Denn ich wollte eigentlich ganz kurz Top 3 machen, aber 3 wäre irgendwie zu wenig gewesen. Ich habe nämlich tatsächlich zu jedem Schuh eine Geschichte oder zumindest eine kurze Anekdote. Und ich sage auch direkt von vornherein, der Koi ist nicht dabei. Also nicht, weil er nicht zu meinen Top gehört, sondern weil ich jetzt schon so oft über den Koi gesprochen habe, also Red Koi, dass ich mir gedacht habe, ey komm, ich mache jetzt einfach mal die Schuhe, die nicht immer fürbezogen sind. Also Koi, Red und Orange. Ich nehme jetzt mal vorweg, was ich am Ende immer sage. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch die Videos gefallen, die ich mache. Und vor allen Dingen schreibt mir gerne mal in die Comments, was ich sonst noch so für Videos machen darf, soll, muss für euch, damit ich euch unterhalten kann. Würde ich sagen, ich fange mit dem hier an. Und zwar ist es der G-Lite 3 in Kollaboration mit Concept, der Three Lies. Angelehnt an die Statue in Harvard. Die Story ist folgendermaßen, ich habe den Schuh damals gegen einen anderen Schuh getauscht. Ich meine, es war ein Y3, der Y3 stand mir einfach nicht und ich muss auch sagen, diese Fashion-Schuhe haben mir damals und auch heute nicht gestanden. Dann kam mein bester Freund, Shoutout Bechun, und meinte, hey Bro, ich finde den Schuh so geil, kann ich den abkaufen? Ja, okay, kannst du machen. Hier, ich habe so und so viel Euro bezahlt, kannst du haben. So, wie es der Teufel so will. Jetzt trägt er nur noch Fashion-Schuhe, sag ich mal, oder sowas wie Vapor Max und Y3 und sowas. Und ich bleib immer noch und bin immer noch bei Sneakern geblieben. Er hat mir den Schuh wieder für einen wunderbaren Preis zurückverkauft. Ich glaube, es war sogar Retail und damit nenne ich den Schuh wieder mein eigen. Erster Streich. So, sorry, ich habe es auf jeden Fall gecuttet, denn ich muss hier immer noch in den Kisten wühlen. Kommen wir direkt zu dem Pärchen und zwar ist es einmal der Essex G-Lite 3 in Kollaboration. Nein, Alter. So, mega geil. Nachdem das Licht ausgefallen ist, Alter, bin ich behindert. Nachdem das Licht ausgefallen ist, habe ich einfach auf Pause gedrückt und habe einfach nicht mehr auf Rack gedrückt, nachdem ich einfach die Batterien gewechselt habe. Fuck you, Licht, Alter. Richtig minus. Das heißt, stehen geblieben sind wir dann, also eigentlich bin ich schon durch, aber stehen geblieben sind wir dann tatsächlich mit dem ECP-Pack. Genau, Ronnie Fike die Kollabo gemacht auf dem G-Lite 3 und zwar einmal Miami Colorway und einmal den New York Knicks Colorway. Ich konnte mich nie entscheiden, welchen Colorway ich besser fand. Allerdings diesen hier, den Miami, den hat gefühlt wirklich jeder bei Kith bekommen online und zu dem Zeitpunkt war es echt mega nice, dass man tatsächlich dank UPS keine Zollgebühren bezahlt hat. Und den hier, den Nix, den habe ich mir dann über eine Facebook-Gruppe geholt und der Typ kam aus New York, das war glaube ich 2012 und ich habe ihn dann gefragt, ey, wie sieht's aus? Ich mache dieses Jahr Urlaub in New York, können wir ein Meetup machen? Und der Dude meinte, ja klar, safe. Ich habe auch noch den Windbreaker, wenn du willst, verkaufe ich dir beides für $350. Hab dann ein Meetup mit ihm gemacht in der Nähe vom Supreme Store und hab dann den New York und den Windbreaker zum Miami habe ich übrigens auch, meinen eigenen nennen dürfen. Auf jeden Fall sehr nice und feiere ich beide. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welchen ich cooler finde. Viele fanden den besser, weil der Mesh drauf war. Ich weiß es nicht. Entscheidet ihr einfach selber, welcher besser ist.
Bleiben wir bei Ronnie und zwar, ihr seht es schon, das ist der Essex G-Lite 3 Flamingo. Ronnie Fike ist eigentlich eher bekannt dafür, keine Stories auf Schuhen zu verpacken, sondern einfach sehr, sehr coole Colorways zu machen, die so ein bisschen Story haben. Wie jetzt zum Beispiel das ECP Pack, also East Coast Project mit New York und Miami, der Flamingo, der daran orientiert ist. Jetzt kommt auf jeden Fall kurz ein Knowledge Drop an einem Flamingo, der noch nicht genug rosanes Krebsfleisch gegessen hat. Denn ich war auch auf Holbosch in Mexiko auf der Insel. Dort habe ich genau einen Flamingo gesehen und dieser eine Flamingo, der war grau. Heißt, der hat auf jeden Fall noch nicht genug Krebs gefuttert. Denn wenn er genug Krebs futtert, dann wird er auf jeden Fall rosa. Ich weiß, wusstet ihr auch selbst alles. Deswegen sorry für meine Klugscheißerei. Deswegen, wie gesagt, Ronnie kann einfach Colorways und macht dann so ein bisschen die Story dahinter, warum dieser Colorway entstanden ist. Andere machen halt eine Story und darauf basiert dann der komplette Colorway. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Auf jeden Fall mega nice. Ich habe den Schuh von einem Franzosen, meine ich, abgekauft für 350 Euro und selten getragen. Aber ich bin der Meinung, ich sollte den mal wieder tragen. Materialien übrigens on point. Bam, kommen wir zur Flamme und zwar zu den Hennen Wildcats, so rum, ja Mann. Hennen Wildcats und zwar die Story dahinter. Sneakernetz 2012, das war übrigens so für mich mit die beste Sneakernetz, auf der ich je war. Sneakernetz 2012 in Amsterdam mit meiner Freundin, mit meinem besten Freund. Wir standen in der Schlange. Zu dem Zeitpunkt wurde auch der Voi Savvy Day released und dort gab es auch schon viele Reseller, die den Schuh vor der Messe, vor der Öffnung verkauft haben. Für, ich glaube, auch 250 oder 350 Euro, wenn man sich das vorstellt. Ist echt schon krass, dass die Preise heutzutage so hoch sind. Nicht nur für Essex, sondern generell und die Leute einfach so krass gewillt sind, so viel Geld für Schuhe auszugeben. Naja, back zur Story. Mein bester Freund wollte diesen Schuh haben und Frankie B, ja Mann, Legende aus Frankreich, hat eigentlich schon immer mit die besten Stände auf der Sneakernetz gehabt. Mittlerweile eher auch so ein bisschen in die Hype-Richtung, aber er hatte damals auf jeden Fall immer den heißesten Shit von Ronnie Fike, weil die es auch Homies halt sind und der hatte den. Und er hatte den Gel Saga in Kollaboration mit 24 Quilates, mit der Holzbox und mit dem Wein. Mein bester Freund meinte so, ey Bro, ich brauche auf jeden Fall den Hanon Wildcat. So, sorry, ich kaufe mir den so. Sei bitte nicht böse. Ich so, ja, okay, schade Mann, ich hätte ihn auch voll gerne gehabt. So. Aber nicht so schlimm, ich bin auch voll der Gel Saga Fan, immer noch, und war auch damals schon übertriebener Gel Saga Fan und hab mir dann einfach den Gel Saga 24 Quilates mit Special Box und so weiter und so fort gekauft. Und jetzt kommt das Karma zurück, denn ich habe meinem besten Freund den Vortritt gelassen. Er hat den Schuh immer noch, nur seiner als übertrieben geraped. Ich habe den Schuh dann bei eBay Kleinanzeigen gefunden für, ich meine, auch 250 Euro. Mein bester Freund hat damals auch 250 Euro für den Schuh bezahlt. Und ich habe mir den Schuh dann für 250 Euro gekauft. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, in der 10,5. Heutzutage passt mir wunderbar eine 10,5. Zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich eine 10 gehabt. Deswegen ist für mich eine 10,5 auf jeden Fall jetzt viel angenehmer zu tragen. Also Karma, was wollte ich sagen? Karma hat doppelt zugeschlagen. Yes, sir. Dann kommen wir schon zum letzten. Und zwar ist der letzte. Ich zeige euch erstmal die Box. Dann könnt ihr nämlich mitraten, welcher Schuh das ist. Kif, G-Lite 3, Navy White. Ganz clean und simpel. Der Essex G-Lite 3 Salmon Toe von mal wieder Ronnie Fike. Es ist wirklich so und also ihr könnt mir gerne in den Comments schreiben, wenn ihr nicht der Meinung seid, aber für mich ist Ronnie Fike auf jeden Fall mit so der Pionier, was den G-Lite 3 angeht. Ich meine, diesen Schuh gab es auch nur 250 oder 350 Mal. Davon gab es, glaube ich, 50 Special-Boxen auch in dieser Holzbox. Jetzt kommen wir wieder zu Sneakernetz in 2012. Dort habe ich auf jeden Fall einen sehr gut gekleideten Dude gesehen. Der hatte so eine beige Chino an und da drauf den Schuh. Und ich habe den Schuh gesehen, das erste Mal live. Alter, das ist der beste Schuh. Wir müssen diesen Schuh haben. So, dann haben wir den Preis gesehen.
Der sollte, glaube ich, damals schon 500 Euro kosten. Das war 2012 schon echt unnormal viel Geld für einen Schuh. Und wir haben immer gesagt, so, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich habe auch dann für meinen Teil gesagt, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich nicht. Ja, ist mir aber nie aus dem Kopf gegangen. Ihr kennt das wahrscheinlich selber, wenn ihr einen Grail habt, ihr wollt den unbedingt haben. So, und ihr habt irgendwann auch das Geld. So, ich habe ungefähr das Doppelte von dem damals bezahlt. Und da habe ich nämlich nicht das Geld gehabt. Hier ist nämlich jetzt die Story. Hab den Dude trotzdem geschrieben und meinte so, ey Bro, ich brauche diesen Schuh, hab aber nicht die komplette Kohle. Ja, okay, kannst du auf Raten zahlen, sagt er. Ja, okay, geil, mach ich, zahle ich auf Raten. Habe ich auf Raten gezahlt, ich meine 3 Monatsraten. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass ich erstmal die Raten zahle und danach schickt er mir den Schuh. Und witziger oder auch unwitzigerweise zu diesem Zeitpunkt, nachdem ich dann meine 3. Rate bezahlt hatte, hat er sich nicht mehr gemeldet. Und das war echt so, ich habe ihm geschrieben und er war immer so, hey, ich bin voll busy, sorry, Mann, voll am Hasseln und so. Ja, fuck, Alter, ich habe dir gerade super viel Geld insgesamt gegeben so und du sagst mir, du bist am Hasseln. Das war für mich auch voll der Hassel. Und sage und schreibe dann, knapp 3 Monate später kam der Schuh dann, Gott sei Dank, und dann war ich auch überhappy so. Deadstock mit diesem Hangtag noch, diesem Essex Hangtag. Auch vor allen Dingen, ja, so von der Qualität. Ich glaube, die Qualität war generell bei den Essex oder weiß ich selber, war die Qualität nicht immer so perfekt. Hier sieht man das auch noch ein bisschen, dass der ein bisschen verklebt ist. Auch hier mit diesem Nubuck. Eigentlich echt voll Glück gehabt. Bei voll vielen ist es hier rüber gefärbt. Bei manchen bricht dieses Nubuck auch, weil das anscheinend sehr gut genährt werden muss mit dementsprechenden Pflegemitteln. Ich habe bis jetzt noch nicht so Probleme gehabt, auch wenn ich den Schuh noch nicht so häufig angehabt habe, aber das ist auf jeden Fall definitiv mein Grail, also einer meiner Top 3 Grails. Jetzt scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ist ein Grail ein Schuh, den man nicht besitzen kann und wird er nicht oder verliert er den Grail-Status, wenn man ihn dann besitzt? Ich bin der Meinung, nein, das ist immer noch mein Grail. Ja! Ich würde sagen, damit habe ich auf jeden Fall meine Top Essex vorgestellt. Wie gesagt, den Koi Red und Orange habe ich rausgelassen, weil ich die Story schon sehr, sehr oft erzählt habe. Eigentlich ist der safe in den Top 3 so, aber ich wollte jetzt einfach mal weg davon, immer nur Orange oder Red Koi, vor allen Dingen Red Koi so. Und würde ich sagen, ja, das war's. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da, kommentiert wie gesagt, lasst mir ein Abo da und macht die Glocke an, um keines meiner Videos zu verpassen. Und damit bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Peace.